Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS22 Fichtal. Ja, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Diese Folge werde ich Raps verkaufen in erster Linie. Das werden wir jetzt gleich mal als erstes machen, weil ich habe nämlich gesehen, dass ich ja noch Raps habe. Und ja, und dann habe ich so geschaut, wann man da so den besten Preis bekommt. Und es ist jetzt wirklich im Dezember, also ja, November wäre eigentlich noch besser gewesen. Aber ja, da fehlt sich nicht viel, ne? Da sind wir jetzt bei 2165 und ja, 181, also es ist wirklich nicht viel, der Unterschied. Und ja, das werden wir jetzt als erstes auf jeden Fall mal machen. Ansonsten habe ich noch Weizen, aber den will ich eigentlich behalten, weil ich will Hühner mir noch zulegen. Ja, dafür brauche ich aber noch einen, ja, Hühnerstall, und ja, das wird jetzt dann auch alles so nach und nach kommen, hoffe ich mal. Ja, werde ich aber gleich noch mal ein bisschen genauer erzählen, weil ich habe nämlich ein paar Pläne, und wie es jetzt hier mit, ja, weitergeht. Und ja, MB-Trag habe ich schon mal bereitgestellt, ne, mit dem einen Kipper. Ich werde jetzt bloß mit einem fahren, weil erstens mal ist der andere noch auf Ballenwagen umgebaut. Und der, ja, und zweitens ist es einfach, also den will ich jetzt nicht extra umbauen, bloß für, ja, weiß nicht, eine Fahrt oder so, oder zwei. Ja, oder eine wäre es ja dann, weil das ist nicht viel, was da noch drin ist. Also das sind jetzt 16.000 Liter, glaube ich, waren es. Ja, da fahre ich zweimal, hier kriege ich, ich weiß nicht, wie viel drauf, aber 7.500 oder so. Ja, da fahre ich jetzt zweimal mit dem hier, dann ist es auch erledigt. Ne? So, dann einmal hier drunter. Schauen wir mal, sollte passen. Und dann brauchen wir 80. Genau, let's go. So, da kriege ich jetzt, ja, 8.600 sogar. Ja, also das ist wirklich mehr als die Hälfte jetzt hat. Und ja, das passt auf jeden Fall. Das haben wir dann eigentlich relativ schnell so zweimal fahren halt eben. Muss ich jetzt dann gleich nochmal schauen, wo wir da jetzt genau hinfahren müssen. Und ja, dann verkaufe ich den jetzt einfach, weil ich brauche ihn nicht. Und ja, war ja eigentlich auch so gedacht, ne, dass ich damit dann Geld einnehme. Und ja, jetzt gerade ist halt der Preis am besten, ne? Dann macht es Sinn, den jetzt zu verkaufen. Und ja, hätte ich aber fast vergessen. Das war eigentlich so Zufall, dass ich das gesehen habe. Ich habe einfach mal geschaut, was ich überhaupt eingelagert habe, weil ich nicht mehr wusste genau, was ich geerntet habe und alles. Und ja, genau, deswegen. So. Nehme ich euch jetzt einfach mal eine Fuhre mit, und die andere Fuhre, weiß ich nicht, mache ich schnell offscreen halt. Weiß nicht, da mache ich jetzt auch nicht extra einen Zeitraffer oder so. Das, glaube ich, ist jetzt nicht so, lohnt sich jetzt nicht. So, jetzt warte mal, wo müssen wir jetzt da genau hin? Gucken wir mal, Raps, Heinrichshof, oder? Ja, Heinrichshof, wo ist der? Ich
Ich glaube, der war irgendwie hier drüben. Da war es sogar. Ja, siehst du? Ja, ich habe schon mal geschaut, ne, wo das genau war. Das heißt, wir müssen jetzt eigentlich nur hier durchfahren. Dann hier rechts rauf. Oder beim Händler. Ja, beim Händler rechts und dann da links. Ja, machen wir es so. Genau, ich habe mir das nämlich noch schon mal angeschaut, auch Verkaufsstelle, wie es da ausschaut, wie man da hinfahren kann und alles. Hat schon mal ein bisschen angeguckt. Ja, genau. Machen wir das jetzt auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob man es hört, aber ich bin ja seit, keine Ahnung, 3, 4 Tagen ja, ein bisschen erkältet. Also ich hatte jetzt Halsschmerzen die letzten Tage, jetzt ja seit gestern nicht mehr. Und ja, jetzt heute ist es die Nase. Ein bisschen halt ja verschnupft. Seit früh war sie zu die Nase. Also ja, alles ein bisschen. Also ich bin ein bisschen erkältet. Ja, wird, denke ich mal, jetzt dann schon wieder werden. Mal schauen. Bin froh, dass die Halsschmerzen wieder weg sind. Also verstopfte Nase stört mich jetzt nicht so, aber die Halsschmerzen sind halt immer schlimm. So, jetzt warte mal. Müssen wir jetzt hier schon rein? Ja, hier müssen wir rein und da ist das. Okay, dann fahren wir jetzt hier rein. Dann verkaufe ich das schnell. Und ja, ich habe da noch ein paar Sachen, wo ich auch gerne noch drüber reden würde, wie es halt jetzt eben hier auf dem Hof weitergeht. Da müssen wir rauf irgendwie. Okay, das ist aber auch nicht so. Ja, ich glaube, da fährt man eigentlich auch nicht rein, wo ich reingefahren bin, ne? Entweder da hinten oder hier vorne, ne? Bei der anderen Fuhre wieder besser machen. Ne? So, dann verkaufen wir das Ganze. Gebe mal 1100 schon. Können wir hier auch hinten abkippen? Ladeseite links. Rechts, hinten, ja genau. Ich würde ganz gern hinten abladen, weil da stehe ich jetzt. Das ist der Kornschieber, aber naja, gut, auch egal. Genau. Und ja, schauen wir einfach mal, wie viel mir das jetzt bringt, aber ist schon einiges, ne? Ist mir ja schon bei 20.000 fast, ne? Ja, 17.000 plus die 1.000, ja, 18, 19.000 haben wir jetzt bekommen. Das ist schon ordentlich, ne? Das jetzt dann nochmal, das Ganze, ungefähr. Ist schon nicht schlecht, ne? Ne, wir müssen noch weiter. Ja. Schon nicht schlecht. Ja, worauf ich jetzt raus wollte, ich werde es jetzt einfach mal weiterhin erzählen. Ich mache mal einfach die zweite Fuhre auch zusammen, weil ich will jetzt mal ein bisschen was erzählen, wie es jetzt hier weitergehen könnte oder was meine Pläne sind, was ich noch machen will jetzt als nächstes oder in näherer Zukunft halt. Kann natürlich auch noch ein bisschen dauern. Ich habe ja. Mal schauen, wie es alles hinhaut. Aber ich habe auf jeden Fall schon mal Pläne. Also, die habe ich ja schon lang, seit ja, relativ Anfang eigentlich schon. Vom Projekt. Und ja, also ist ja jetzt so: Wir haben jetzt die Kühe. Ne? Das läuft ja jetzt auch ganz gut. Also, da muss ich jetzt dann noch. Mischration brauche ich noch. Da werde ich jetzt dann mir noch einen Futtermischwagen kaufen. Ich habe da schon einen mit reingenommen. Den werde ich auch definitiv nehmen. Ich habe jetzt auch keine Alternative oder irgendwas, weil
Ja, gefällt mir eigentlich jetzt am besten. Jetzt bin ich wieder so blöd gefahren. Naja, egal. Ganz außen rum fahren können. Naja, ist wurscht. Und naja, jetzt dann links rumfahren. Und ja, da habe ich jetzt, den habe ich, ja, sind jetzt noch 7,7. Upsala. Fahren. Genau. Und naja, habe ich jetzt eben mit reingenommen, den werde ich mir dann auch kaufen. Der kostet 9.000. Ich weiß nicht, mit Konfigurieren, ich werde andere Reifen drauf machen. Das habe ich mir schon angeschaut. Ansonsten gibt es da eigentlich nichts, was man jetzt konfigurieren könnte. Und schauen wir uns dann aber auch gleich mal noch an. Oder wenn es dann soweit ist, ich werde es auf jeden Fall, ich werde ihn auf jeden Fall in der Folge kaufen. Das werde ich jetzt nicht offscreen machen, weil ich finde, es ist ja eigentlich ganz spannendes, ne? Und das das, was ich offscreen mache, das soll ja eigentlich nur, sollen ja eigentlich nur die Sachen sein, die wohl jetzt nicht so spannend sind oder die wohl hier schon sehen habt und wo einfach ein bisschen lang dauern oder so, bisschen länger dauern. Das sollen eigentlich so die Sachen sein, wo ich offscreen mache und den Rest, was wirklich spannend ist, will ich ja in der Folge machen. Ja, ja eigentlich schon Sinn. Ne? Das soll ja für euch auch nicht langweilig werden. Ja, das ist das eine. Das heißt, halt Futtermischwagen kaufen, Futter mischen. Dass dann die Kühe halt ja eben gleich was haben. Und dann jetzt warte mal, können wir jetzt mal anders fahren. Mal hier hinten reinfahren. Genau, dann Futter machen. Und dann habe ich noch andere Sachen, dann will ich mir auch noch, ich will mir Hühner kaufen, also beziehungsweise einen Hühnerstall erstmal. Hühnerstall bauen. Auf der Fläche da hinten, wo die, wo das Fahrsilo auch schon steht. Das werde ich auch als erstes leer machen. Also damit werde ich anfangen mit dem Füttern, weil da ist am wenigsten drin, dass man es vielleicht bis, ja, bis ersten Schnitt wieder leer haben, dass wir dann wieder neue Silage machen können. Und ich meine, ich könnte auch Heu machen, aber ja, Silage will ich schon auch machen. Und ich will auch einen Großteil davon verkaufen, weil jetzt werden wir ja erstmal nicht so viel brauchen. Und das eine Silo, das ist ja sowieso voll, das Hauptsilo, und das andere ist ja auch gut voll, ne? Also ich weiß nicht, wie viel ich jetzt da insgesamt habe, aber es sind bestimmt 300.000 Liter oder so an Silage und das ist ja schon einiges. Und da werden wir jetzt nicht so viel brauchen. Ja, dann habe ich vor, ja, Hühner zu kaufen, genau. So ein Hühnerstall, da muss ich mir noch einen raussuchen. Da könnt ihr ja auch mal gerne reinschreiben, was da, ja, Vorschläge oder irgendwas. Vielleicht halt im Optimalfall irgendwie was Bayerisches auch, was hier reinpasst. Den Standardstall werde ich jetzt nicht nehmen. Der ist zu modern. Passt jetzt auf den Hof irgendwie gar nicht rein. Also der ist schön. Also ich finde ihn echt schön. Also allgemein diese Hörmann-Gebäude. Aber ist halt zu modern, das passt jetzt da nicht rein, finde ich. Ja, genau, ansonsten den Kipper können wir eigentlich schon mal wieder reinfahren. Das war jetzt noch, ja, dann hatte ich mal überlegt mit Schafe eventuell, aber jetzt erstmal natürlich nicht. Müssen wir jetzt mal schauen, wie es halt weitergeht. Ich meine, jetzt habe ich die Kühe dann. Dafür brauche ich ja auch Gras und Heu. Und ja, da ist jetzt mit Schafe dann schwierig, ne? Ja, ansonsten
Das war jetzt noch. Ja, das waren jetzt eigentlich mal so meine Pläne. Und dann, ach so, ja genau, was dann noch war, war Holz. Also Holz wollte ich ja auch. In den Wald gehen wollte ich ja dann auch mal. Muss ich mir halt noch was überlegen. Ich werde mir auf jeden Fall mal eine Kettensäge kaufen. Und vielleicht irgendwie. Ja, vielleicht irgendwie einen Holzgreifer oder so. Ein Frontlader. Ja, dass wir Holz aufladen können auch. Da nehme ich dann halt die Anhänger dafür. Das reicht vollkommen. Jetzt muss ich mal schauen. Ja, geht das jetzt hier zu, ohne dass ich. Ja, das passt optimal. Da muss ich hier abhängen. Und muss das dann nochmal ein bisschen die Deichsel reinschieben. Das muss ich später dann noch machen. Genau. Ja, ansonsten, das war jetzt nicht so schlau. Ich hätte vielleicht gerade rausfahren sollen. Naja, egal. Und ja, den müssen wir auch tanken. Muss ich dann auch noch machen. Ja, ansonsten, ich weiß nicht, was noch so zu tun ist. Ja, ansonsten ist halt jetzt eben nichts weiter zu tun. Aber was wir jetzt machen könnten, wäre noch, ich kaufe jetzt dann mal den Futtermischwagen. Die Frage ist jetzt bloß, mit welchem Schlepper hole ich die den. So, ich habe vergessen, das Güllefass zu waschen und aufzuräumen. Das können wir mal noch schnell machen, ne? Weil dann könnte man eigentlich mit dem IAC fahren. Beziehungsweise mit einem McCormick. Der reicht dafür vollkommen. Genau, der steht nämlich noch hier drin. Den habe ich vergessen jetzt zu waschen und alles. Kann man halt noch schnell waschen. Güllefass aufräumen. Und dann können wir loslegen. Mit, ja, kann man zum Händler holen. Den Futtermischwagen. Ja, Futter mischen, weiß ich nicht. Oder nächste Folge vielleicht auch noch machen. Da muss ich dann eh mal schauen. Ich weiß nicht, Schaufel habe ich ja eine für die Silage. Ballengabel habe ich. Ja, ich habe ja eigentlich alles, ne? So. Was man dafür so braucht. So, dann ist der auch mal wieder abgewaschen. Schaut doch schon mal deutlich besser aus. Das Fass schaut ja neu aus. Eigentlich sieht man ja gar nicht, dass ich es benutzt habe. Irgendwie. Das sieht ja wirklich neu aus. Ja. Der hat es auch noch nicht wirklich verwendet. So. Stelle ich das jetzt hin? Das ist jetzt echt eine gute Frage. Stelle ich es innen irgendwo rein oder ich stelle es gleich in die Güllegrube von Kühen. Jetzt habe ich keinen Platz innen, außer an dem Dach da oben. Aber da ist eigentlich kein Platz mehr. Sorry, das ist einfach ein bisschen nervig gerade. In der großen Halle hier habe ich den Mähdrescher drin stehen jetzt. Habe ich jetzt hier reingestellt, ne, mit Schneidwerkswagen. Ist eigentlich jetzt auch voll hier innen. Ziemlich. Können wir da hinten noch was reinstellen und hier. Das passt jetzt schon mal so weit. Dann habe ich halt gedacht, dass mir das Güllefass vielleicht hier hinstellt gleich. Jetzt habe ich eigentlich keinen Platz, ne? Machen wir jetzt einfach mal. Passt schon. Dann hole ich mir einen Futtermischwagen. Passt das? Sieht ja schon mal ganz vernünftig aus, ne? Zurück können wir noch ein Stück.
So, ja, so werde ich es stehen lassen. Passt. Ja, ist heute ein bisschen eine chaotische Folge. Oder ne, chaotisch eigentlich nicht. Halt mal ein bisschen aufräumen und Action und alles. Ne? Muss auch mal sein. Gut, dann steht es da, das passt eigentlich. Ja, dann können wir jetzt mal zum Händler fahren. Was brauche ich eigentlich nicht? Was machen? Ja, zum Händler holen den Kuddelmischwagen. Zwei da. Ja, ist fast ein bisschen kalt, für den Mikroauto jetzt. Aber bin ja jetzt warm angezogen. Hier eigentlich auch zumachen, ne? Hier vorne glaube ich, ja, naja, eigentlich auch mal zumachen, ja, dann ist nicht ganz so. Können wir auch mal machen. Aber ansonsten, wie gesagt, Felder ist jetzt eigentlich, ist ja jetzt nichts mehr zu tun auf den Feldern. Im Großen und Ganzen will ich halt jetzt über den Winter ein bisschen Holz machen, die Kühe halt eben versorgen, regelmäßig, jeden zweiten Tag oder so. Reicht eigentlich. Und ja, dann halt mal schauen mit Hühnern, wie es da ausschaut, dass man da auch mal sich was anschafft, Hühnerstall und Hühner. Kostet ja jetzt nicht so viel. Muss halt mal schauen. Da, wie gesagt, da könnt ihr mir auch mal gerne. Dann geht es nicht. Keine Ahnung. Könnt ihr mir mal gerne auch Vorschläge reinschreiben, was so an Hühnerstellen. Was da ganz gut reinpassen würde. Gut. Tierhaltung. Dann, ja, Kuddelmischwagen. Da habe ich jetzt, ja, einen Strautmann. Vertimix 1050. Der hat, ja, 10.500 Liter. Das sollte eigentlich auch reichen für meine Kühe. 12 Kühe, das müsste eigentlich reichen. Und ja, genau, den werde ich mir jetzt kaufen. Nehme jetzt andere Reifen. Ich bin jetzt bloß am Überlegen, welche. Rallyebob vielleicht, aber die schmaleren, die reichen. Genau, nehme die Reifen. Steuerhebel, ja, nein. Lass mal dran. Das ist hier vorne die, ja, die Hebel hier und das Kabel. Nehmen wir mit. Und Designfarbe. Achso, ja, da kann man jetzt die Leiter noch anders färben, aber jetzt auch nicht. Würde ich was zu lassen. Schaut schöner aus. Kennzeichen. Was habe ich jetzt da gemacht? Fichtal. F. Da muss ich jetzt echt nochmal schauen, was haben wir für ein Kennzeichen gemacht. RR, okay. RR. Genau, RR für, ja. Für Robbie Rob, genau. Ja, das passt. Dann F, RR, was machen wir für eine Nummer? 1050 geht jetzt nicht. Machen wir einfach 105, fertig. Ja, nur hinten, Farbe, grün. Okay, schaut es aus. Passt eigentlich.
Gut, dann kaufe ich den jetzt. Den hast du mir jetzt bei 9.500 Liter Euro. Aber macht jetzt auch nichts. Ne? Zack. Genau. Ja, da steht er. Ich hoffe, der funktioniert jetzt auch. Also. Ja, Texturen sind jetzt nicht so der Burner, ne? Aber. Ja. Ist okay, ist auch bloß der Futtermischwagen, den brauche ich jetzt nicht so oft. Ist schon okay. Ich fand den halt eigentlich ganz schön, weil der halt auch nicht so groß ist. Ich habe jetzt auch bloß im Modhub geschaut. Ich hätte jetzt auch noch woanders schauen können, aber hat der eigentlich dann ganz gut gleich gefallen. Deswegen. So, Zapfwelle, Schläuche. Gut. Dann passt es doch. Ne? Soll jetzt mit dem McCormick auch ganz gut passen. Der soll das eigentlich ganz gut packen. Ja, muss jetzt nicht großartig was machen. Ne? Muss ich bloß immer ein paar Meter über den Hof fahren und das war's dann ja eigentlich schon, oder? Gut, passt. Dann ist jetzt die Folge 26 Minuten schon. Ja. Dann tun wir jetzt nächste Folge dann Futter mischen. Würde ich fast vorschlagen. Und die anderen Sachen müssen wir halt noch überlegen, was wir da machen. Müssen wir echt noch überlegen, dass wir vielleicht nächste Folge auch schauen wegen Hühner. Hühnerstall. Dass wir da sich jetzt schauen dann, dass wir noch was mit reinnehmen. Und dann, ja, dass wir da dann auch was bauen. Ein bisschen Geld habe ich ja jetzt. Ja, von daher ist das dann schon. So, den stelle ich jetzt einfach mal da an die Seite. Wieder. Von daher passt das schon soweit. Gut, ausmachen. Aussteigen, passt. So, ja, ist doch schön, oder? Also, mir gefällt der. Kann man schon machen. Auch in Kombination mit dem Formic, das passt schon, ne? Sehr schön. Dann haben wir wieder eine neue Maschine am Hof, ne? Und ja, habe ja doch einiges geschafft jetzt. Hab's es dann weg. Den gekauft. Optimal. Und haben sogar noch Gewinn gemacht, ne? Trotzdem. Deutlich. Ja, genau. Kann man ja mal schauen, kurz, was ich jetzt eingenommen habe. Statistiken. Steht es hier irgendwo? Nee, steht nicht da. Stand da nicht mal irgendwie was mal so, nee, das steht bei ja, das steht bei Finanzen. Einnahmen auf der Milchprodukte. Einnahmen Ernte da. Ja, 35.309 habe ich eingenommen. Ja. Genau, 9.500 hat der Futtermischwagen gekostet, also haben wir gut Geld eingenommen, ja, 75.000 hatte ich davor. Sehr gut, auf jeden Fall. Ja, dann schauen wir mal, wie es jetzt dann nächste Folge weitergeht. Wie gesagt, Futtermischen auf jeden Fall. Und ja, Hühnerstall vielleicht bauen und ja, Hühner kaufen, füttern.
Ja, aber ich denke mal, die Folge war jetzt eigentlich ja schön entspannt. Und ja, genau. Ach so, ja, bevor ich es jetzt vergesse, beziehungsweise bevor ich es in der nächsten Folge vielleicht vergesse, ich weiß jetzt auch nicht, wann die nächste Folge kommt, sage ich es lieber gleich. Ich wünsche euch allen jetzt schon mal frohe Weihnachten, schöne Feiertage, und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ich denke mal, vor dem neuen Jahr wird schon noch mal was kommen, eine Folge oder so. Aber ja, auf jeden Fall schon mal frohe Weihnachten und macht euch eine schöne Zeit und ja, genau. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne einen Daumen und ein Abo da. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr das jetzt so findet und auch was jetzt an Hühnerstellen zum Beispiel Vorschläge auch gern und auch gern, ja, wie wir jetzt hier weitermachen. So, was wir auch mit Holz machen könnten und so. Genau, dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Servus.